Ja, natürlich, aus Fick und Fotzi im Bumsbomber nach Bangkok 3. Piep! Piep! Ist es jetzt ab 18 geratet, das Video? Nein. Mit Sicherheit. Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es ist wieder Zeit für ein Let's Play und zwar wieder Dreadnought. Und dabei haben wir den Weezen und den RC. Morgen. Aloha. Ihr seid ein bisschen langsam und schüchtern. Oder ja. Nichts war so wie in der Reihenfolge. Völlig verunsichert. Gut, wir hauen uns jetzt halt wieder hier so ein bisschen auf die Fresse im Multiplayer, weil das einfach so wahnsinnig viel Spaß macht. Der Patch hat einfach mal, also hat sich wahnsinnig viel getan, haben wir festgestellt. Und ich habe ein rosa Schiff jetzt sogar, was ich sehr geil finde. Ich habe die Trafalgar, ist jetzt Tier Stufe 3 oder 2? 2, ne? Genau. 2 Zerstörer und mit einem Skin ausgestattet. Ich dachte, ich unterstütze das Spiel mal. Und finde es einfach wahnsinnig schick, diese himbeerrote Farbe. Behold the pink butt plug of death. Piep! Und Dosa hat sich für schwarz-rot entschieden. Ja, schwarz-rot ist die Haselnuss. Nein, Mann, das ist Hellborn. Das ist super, ja. Hellboy gab's nicht, deswegen habe ich das halt genommen. Und ich habe halt vorne auch so einen geilen Decal halt an meinem Schiff. Wuhu! Angeber, so ein Angeber. Ja, das ist fett, Alter. So! Fett, Alter, fett, Alter, fett, Alter, dick! So, los jetzt! Vielleicht bin ich ein bisschen zu beherzt jetzt hier, ne? Nach vorne geflogen. Ja. Oh ja. Ja, dem schenke ich gleich mal halt hier eine Ladung Raketen und dann verpisse ich mich auch gleich wieder. Und abdrehen. Assi! Bist du da? Putt. Ja, ich bin da. Achso, hat eh nicht. Gerade zu folgen, wo auch immer du hin. Putt my ass, Alter. Wir sind mal harter Backboard durch den Canyon geflüchtet. Achtung, da kommt eine verirrte Rakete. Ah, oh Gott! Was war das für eine Rakete gerade? Die ist immer noch da. Für wen ist die? Ach, die ist für mich, oh Gott. Oh je, das war ja fatal. So, das wäre ja fast schiefgegangen. Ich hatte auch schon richtig Angst. Da vorne, schießen sie auf ein... Ja, hier ist Stau. Oh, okay, ein Zerstörer und ein Sniper. Ihr müsst vorsichtig sein. Da ist ein Sniper über uns auch, ja? Ja, das ist super. Schieß mal auf ihn. Ah, scheiße. Oh nein, wir haben RC verloren. So, der ist down. Wo ist der Sniper über uns? Hinter uns ist eine Korvette. Oho. Na warte, du kleines Drecksstück. Ich bin gemacht, um Korvetten abzuschießen. Also, aber die Autoguns waren auch mal besser, oder? Jetzt hinter uns, in unserer eigenen Spawnzone, ist ein Sniper. Was ist das? Ja, um den kümmern wir uns gleich, wenn wir wieder spawnen. So, jetzt gehen wir hier erstmal weiter. Schön im Verbund bleiben. Weißt schon, dass sich die Spawnzone verlagert? Ach echt? Ja, natürlich. Auch neu. Ein Dreadnought in der Mitte im Kessel. Ja, gar keiner kaputt hier. So, Freundchen, du bist ja gleich geliefert, das hättest du mal besser nicht gemacht. Und goodbye. Und ein Tactical zum Nachtisch. Was, wer? Wir haben hinter uns noch eine Korvette, die immer wieder auftaucht, aber gut. Ich glaube, die ist gerade von dem anderen zerstört worden. Da ist der RC wieder. Ja, aloha. Wunderbar. Deinem kleinen Insekt. I came here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of gum. Irgendwie fahren wir alle, glaube ich, im Kreis umeinander gerade. Ja. Ja, das ist richtig. Da ist ein Zerstörer alleine. Ich markiere ihn. Check. Ja, der willst du auch. Tief. Und feste. Oh ja. Ach, sie? Oh ja. Sage nur die Wahrheit. Oh ja. Oh ja, Baby. So, und wieder abgetaucht. Autsch. Ja, das war ein Schauer. Das war ich, danke. Ich weiß. Ich wollte dich bloß mal knutschen. Ja, Achtung, die sind für dich, Weezen, glaube. Ja, ich habe die Schilde gerade hochgehoben. Sehr gut, wieder ausgeschaltet. Oh, hinter mir kommt was. Na, Korvette, hinter mir. Gut. Oh ja. Yeah. Flaktürme aktiviert. Ah, er ist zu weit weg. Komm ran. Ach, der Nerv. Oh, die kleine Drecksau.
Wiesen, warum markierst du den? Wen denn? Oh, wir haben einen feindlichen Tactical im Rücken. Ja. Da war ein Sniper. Und einen feindlichen Dreadnought auch noch obendrein. Ja, das wäre doch gut, weil mir fehlen mir gerade die Ziele. Und du hast hier die Korvette über dir. Dozer? Ich? Ja, ja, merke ich gerade. Ach, immer zu spät mit allem. Heute ist irgendwie meine Reaktionszeit nicht so dolle. Story of my life. That's what she said, ja. Verdammt, zu langsam. Da hinten ist ein Sniper alleine, ja? Ja, da hinten ist auch ein Dreadnought alleine. Lass es den Sniper als erstes versuchen, wegzunehmen. Ja, der hat mir hier gerade hier so eine Ladung Raketen geschenkt. Dreadnought erfolgreich getriggert. Ja. Ach, da kommt gleich doch einer. Ja, danke. Ja, das ist ja super hier, Coil, dass du dich halt einfach mal so dazwischen schiebst. So, Schilde hoch. Yes, ich hab den Artillery-Kreuzer. Ach, hinter mir ist die Schlacht, verdammt. Oh Gott, er weiß nicht mal, wo vorne ist. Ich brauche einen Repair. Ja, kriegst du doch. Ich bin alleine hier, Junge. Mach. Jetzt werde ich gerade gefokust. Mach, Bitch. Von wem? Wer Ich bin weg. Oh nein. Bitch. Was denn? Was Fuck! Denn hinter dir. Oh oh. Sniper hinter uns. Sniper da, wo ich war. Kommt von ja, hinten, ich weiß. Ich habe gesehen. Ich muss nur gerade meine Energie leider einteilen. Deswegen geht es mit dem schnell vorrücken. Langsam wie eine Schnecke läuft der Weasen. Ah, da vorne ist der rosa Buttplug des Todes. Ich sehe ihn. Er wird von Raketen angegriffen. Ja, und ich versuche gerade den Sniper. Oh. Return the favor to this motherfucker back there. Ich glaube, er ist tot, oder? Jetzt kann man Raketen. Dosa, darf man sowas auf YouTube sagen? Ich glaube nicht. Ich hab's jetzt. Natürlich kann ich Motherfucker sagen. Warum denn nicht? Das ist einfach ein Pulp Fiction-Zitat. Haha. Da versteckt sich immer noch der Blöde. Jetzt habe ich ihn. Ah, oh, das war geschickt von dem. Das finde ich auch so toll. Dreadnoughts, die absichtlich ihrem eigenen Reparaturtüten ausweichen. Nein, reparier mich nicht. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ah, es kitzelt so, es kitzelt. Oh Gott, da sitzt ein Zerstörer und ein Tactical hier unten. Jawohl. Der Tactical hat sich gerade die Korvette geholt und jetzt nehmen wir uns den Zerstörer. Yes! Geht mal hoch zu Dose und starten wir so einen Zerstörer. Ja, Lightning ist auch schon angeschlagen. Oh ja, sehe ich. Konzentriere Feuer auf Lightning, der taucht ab. Oh. It's like they're not even fighting back. Ey, sag mal, was ist mit dir nicht in Ordnung? Schießt du ja auf mich oder was? Tust du Streit? Ich tue nur so, die schießen. Ah, sieh, hinter uns ist ein Feind, ne? Du solltest so mehr zu uns kommen. Ja, ich versuch's gerade. Die Korvette ist wieder auf dem Weg. Na gut, ist wieder zu langsam. Du Fromsvogel hier. Oh, snap, ey, geil, schön, allen Torpedos ausgewichen. Haha, das war mal nix. Ja, natürlich, hier noch ein Goliath hinterher. Ja, ich glaube, die werden so gerade so ein bisschen gebuttrayed. Ja, also Assi. Was, darf man das auf YouTube sagen? Ich denke nicht. Ja, natürlich, aus Fick und Fotzi im Bumsbomber nach Bangkok 3. Boah. Piep, piep. Ist es jetzt ab 18 geratet, das Video? Mit Sicherheit. Wo springt ihr denn hin? Ich dachte, Kraftausdrücke sind nicht erlaubt bei YouTube. Was? Also willst du mir gerade sagen, dass man auf YouTube nicht Fuck sagen kann? Das ist der eine große Vorteil, was diese Plattform groß macht, ja? Dass da ihm keiner kommt und permanent reinpiept. Ja? Nur halt nur fremde Mucke darfst du einfach so benutzen. Das war jetzt ein bisschen sehr leichtes Match, kann es sein? Das war ganz großartig. Verrückt. Ja, liebe Freunde, das war ein weiterer Sieg einer ganz famosen Truppe. Mann, haben die auf die Fresse gekriegt. Dementsprechend liked und disliked dieses Video, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal. Schaut auf Patreon vorbei, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt. Aber vor allen Dingen, kommt wieder und schaut uns eure Videos an. Und deswegen sagen wir, bis nächste Mal. Und 3, 2, 1. See you on the flight deck. Boah, da ist aber leck drin, Alter. Tut mir leid, ich muss das Lachen unterdrücken. So,